Ja, moin Freunde, es ist wieder Stiefelzeit und ich habe das große Glück, dass ich für diese Folge von Stiefelzeit einen Kooperationspartner habe. Die Firma Zoon hat mir eine Wildkamera zur Verfügung gestellt, die ich hier für euch austesten darf. Und dadurch ist es mir möglich, diesen Teil des Reviers einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, dementsprechend die Jagdstrategie für unser Wochenende anzupassen und bleiben wir gespannt. Ja, das ist doch schon mal sehr, sehr spannend. An dieser Stelle hat ein Bock sein Revier markiert. Der Weg geht jetzt hier noch von dieser Stelle aus 10, 15 Meter weiter und dann folgt auf der rechten Seite ein Salzleckstein. An dieser Stelle möchte ich die Wildkamera aufbauen, um dann einfach mal zu gucken, ne, also Salzlecksteine werden aufgebaut, damit sie Wildtiermagneten sind. Demgegenüber ist dann auch direkt der Hochsitz und an der Stelle werde ich die Kamera installieren, um mal zu gucken, was hier im Revier so los ist. Das mit dem Bock lässt ja hoffen. Schauen wir einfach mal, was draus wird. Ja, Freunde, wir haben jetzt einige Tage und Nächte unsere Wildkamera an dem Salzleckstein stehen lassen und wir haben einen Bock aufgeklärt, den ich jetzt nicht älter anspreche als höchstens mittelalt, als Sechser. Und das bedeutet für uns, der ist nicht auf dem Abschussplan und deswegen haben wir da nichts mehr zu holen. Das heißt für mich, ich stelle die Kamera jetzt weiter um, weil es keinen Sinn hätte, die jetzt da stehen zu lassen. Ich habe den Bock da gesehen, ich kann den bestätigen, das heißt für mich vielleicht nächstes Jahr nochmal da gucken gehen. Ansonsten ziehe ich jetzt einfach weiter. Denn es tummeln sich ja auch andere Plätze oder es tummeln sich ja Tiere auch an anderen Plätzen im Revier. Und hier haben wir so eine ganz fantastische Stelle. Schräg gegenüber sind Sonnenblumen. Hinter mir kann man sehen, ist Mais. Hier ist der Sitz und daneben verläuft eine eingemulchte Schießschneise. Und das ist natürlich optimale Bedingung für Schwarzwild. Die haben hier Deckung, die haben hier Esung und hier könnte Schwarzwild sich aufhalten. Ob sich jetzt hier tatsächlich Schwarzwild aufhält, kann die Kamera uns bestätigen. Und deswegen stellen wir die jetzt hier hin. Habe mich also entschlossen, die jetzt hier auf die Schneise zu stellen. Wir müssen jetzt einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert, auf welche Entfernung. Die Schneise ist über 100 Meter lang bis zu dem Wald, den man da hinten sieht. Und da muss man jetzt einfach gucken, wo was rauswechselt. Indikator dafür sind natürlich Spuren von Schwarzwild, wenn wir welche finden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe welche gesehen. Also so ein bisschen was da so umgebrochen. Es ist aber schwierig auszumachen, weil es auch jetzt in den letzten Tagen ein bisschen geregnet hat. Gott sei Dank natürlich. Aber wir gehen stark auf Vollmond zu, das heißt, wir probieren jetzt einfach die Kamera da aufzustellen. Und wenn wir Schwarzwild bestätigt haben, zieht es mich natürlich auf den Sitz, weil an der Couch kommen sie nicht, die Schweine. Und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Also, Kamera aufstellen, gucken, was los ist und dementsprechend passen wir die Jagdstrategie an. Auf Ansitz. Wir haben 95%igen Mond. Bleib hier, du Kerl. Das heißt, übermorgen ist Vollmond.
Und wir hatten heute 20 mm Regen. Saunwetter ist Sauwetter, sagt man immer so. Und deswegen probieren wir das gleich nochmal und versuchen dann zwischen den Wolken immer so ein bisschen durchzulunzen. Es bricht nämlich gerade auf. Verlieren wir keine Zeit. Gehen wir zum Hochsitz. Die Schweine waren ja um 10 vor 2 auf der Kamera. Jetzt kann man natürlich nicht genau sagen, waren die noch vorher schon hinter der Kamera. Deswegen, es ist jetzt gleich 9:30 und dann fangen wir an mit Ansitzen. Guten Morgen, liebe Freunde. Ja, der Sonnenaufgang ist ja mal echt der Hammer, ne? Das entschädigt auch schon fast wieder. Was heißt fast? Schwachsinn. Naja, auf jeden Fall ist es halt schön, sowas dann zu sehen, wenn man die ganze Nacht halt nichts gesehen hat. Hier waren keine Schweine. Ich habe die viel gehört. Die waren vor mir im Mais. Deswegen will ich jetzt auch nicht so laut sein. Auf jeden Fall sind die dann in den Wald gezogen. Und irgendwann war dann einfach still. Jetzt habe ich 2,5 Stunden auf dem Hochsitz gepennt. Jetzt geht die Sonne wieder auf. Oder 3. Will nicht lügen. Auf jeden Fall halte ich jetzt den Mund. Könnte ja sein, dass noch ein Reh vorbeikommt. Und danach geht's zur Arbeit, Freunde. Sitz. Ja. Und aus. Jawohl. Einsteigen. Was ist hier los? Schlecht beleuchtete Aufnahme, entweder Swinger Club oder wir haben Glück gehabt. Wir haben tatsächlich Glück gehabt. Boah, Freunde, ich bin völlig fertig. Lass mal gucken gehen. Erstes Schwein dieses Jahr, muss ich tatsächlich sagen. 8 Uhr habe ich gesessen, konnte die Schweine dann relativ zeitig sich durch den Mais bewegen hören. Die Tage, die ich davor angesessen habe, war es aber immer so, dass sie durch den Wald auf die andere Seite des Mais gezogen sind und die Schneise gemieden haben. Gott sei Dank war es an diesem Tag, wir hatten Vollmond, so, dass sie dann auf die Schneise gezogen sind. Durch den Vollmond konnte ich dann auch erkennen, es gab ein großes Stück und dahinter dann 4 kleine Stücke. Davon habe ich mir dann das kleinste ausgesucht und nachdem ich mir sicher war, dass sie nicht in Deckung standen, ne, man muss halt immer aufpassen, dass wenn man schießt und es einen Ausschuss gibt, dieser Ausschuss dahinter stehende Tiere nicht gefährdet. Als ich sicher war, dass das nicht der Fall ist, habe ich dann das kleinste Stück halt beschossen, ist auch sofort umgefallen und ja, lag im Knall, so könnte man es sagen. Hängt jetzt mit 17 Kilo in der Kühlkammer. Ich bin mega happy, freue mich riesig wie ein Schneekönig, dass das alles so super geklappt hat. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, war einfach ein schönes und tolles Jagderlebnis. So, Freunde, wir sind jetzt fertig. Hier sieht man mal den Unterschied. 17 Kilo Frischling und 64 Kilo. Das ist schon mal ein ordentlicher Brummer, das ist eine ordentliche Hausnummer am Haken. Ich musste die Vorderläufe abschneiden, habt ihr gesehen, weil die sind beim Strecken des Wildes durchschossen worden. Ist leider passiert, ist natürlich nicht mein Anspruch, aber kann schon mal passieren. Deswegen habe ich die jetzt abgemacht, weil Hämatome, Blutbildungen können nicht mit verwertet werden, soll man nicht mit verwerten. Weil das immer da, wo Feuchtigkeit ist, also diese Hämatome, wo das Blut sozusagen ins Bindegewebe eingelaufen ist,
ist ein super Nährboden für Bakterien, deswegen schneidet man das weg. Und gerade sowas ins Hack geht halt nicht. Ne? So, was wir jetzt aber auf jeden Fall machen, was mir ein Freund aus Thüringen, der seines Zeichens Metzger war, mal mitgegeben hat, sind Schweinebäckchen. Ich habe jetzt den Kopf abgeschnitten, jetzt lösen wir noch die Bäckchen raus. Das ist ein ganz fantastisches Fleisch, esse ich total gerne und alles, was mich näher bringt, alles vom Tier zu verwerten, mache ich unglaublich gerne. Und lecker und alles verwertet ist halt geil. Also, los geht's. Der Kamera war am Ende eine super Sache. Hat mir super gut gefallen, die Jagdstrategie dementsprechend anzupassen, um dann natürlich auch es ein bisschen ökonomischer zu gestalten, den Zeiteinsatz und den Jagderfolg dann am Ende. Jagd ist niemals planbar und auch mit so einer Kamera ist der Erfolg nicht garantiert. Aber zu wissen, dass da überhaupt Tiere sind und wann die in etwa da kommen, ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man es einfach weiß. Spuren finden ist das eine und es gehört zum absoluten ABC eines jeden Weidmanns, der ein echter Weidmann sein will, gute Spuren und Fährten lesen zu können, dass man auch weiß, was ein Gebräch ist und was da für ein Tier langläuft. Das ist die absolute Grundlage, das muss jeder beherrschen können, in meinen Augen. Aber es ist trotzdem gut, wenn man sozusagen sein Portfolio an Möglichkeiten dadurch irgendwie etwas aufwertet, dass man so ein technisches Hilfsmittel dazu nimmt und dann sagen kann, okay, das lohnt sich dahin zu gehen oder das lohnt sich halt nicht. Ne? Andererseits haben wir natürlich jetzt auf der anderen Seite den jungen Sechser bestätigt. Da weiß ich dann von Anfang an, da brauche ich sozusagen meine Zeit nicht für einsetzen, kann die dann für andere lohnenswertere Geschichten einsetzen. Und im Endeffekt, lohnenswert klingt so ökonomisch, aber im Endeffekt bin ich dann auch weniger Störfaktor im Revier. Und damit schließt sich der Kreis und deswegen finde ich es auch wieder eine gute Sache. Ich störe einfach das Wildtier weniger durch meinen Aufenthalt, weil ich ja im Endeffekt weiß, was da los ist. So. Und von daher finde ich den Einsatz von Kameras prinzipiell eine gute Sache. Und gerade diese Kamera kann ich an der Stelle wärmstens empfehlen. Ich habe die jetzt lange ausprobiert. Ich bin mit den Funktionen mehr als einverstanden. Ich finde es absolut elegant gelöst, auch vor dem Hintergrund, dass wir durch diese Bluetooth-Verbindung eine Möglichkeit haben, die beispielsweise in den Baum zu hängen und vor der schädigenden Einwirkungen Dritter irgendwie zu entziehen. Ja, also es kommt ja auch immer mal vor, dass die Dinger geklaut werden. Dann hast du die halt im Baum hängen, ausgerichtet. Das kannst du alles über das Handy kontrollieren. Dann holst du dir die Bilder über die Bluetooth-Verbindung und dann hast du da eine relativ preisgünstige Lösung, um dann noch, wie soll ich sagen, zeitökonomisch wirken zu können. Wenn wir das Ganze jetzt mal so ominös in so eine Nebeltüte, in so eine verbale Nebelkerze irgendwie verpacken wollen. Also Freunde, die Kamera findet ihr jetzt unten in der Videobeschreibung. Ich bin damit einverstanden mit der Wirkungsweise, kann die weiterempfehlen ohne irgendwelche Vorbehalte. Und darum geht es dann im Endeffekt, wenn ich etwas weiterempfehlen kann, dann mache ich das gerne. Wenn ich es nicht weiterempfehlen kann, weil ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren könnte, werdet ihr das bei mir auf meinem Kanal auch nicht finden. Also Freunde, ich denke, mehr ist an der Stelle nicht zu sagen. Ich verbleibe freundschaftlich, wünsche euch einen schönen Sonntag. Call to Action und Horido.